Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Kolpa. Steht unser Jeep unterhalb der letzten zwei Kurven des Frisage-Passes. Dieser Höhle entspringt die Satscha. Fast bis ganz oben sind wir schon geklettert, hier am Stol. In Episode 4 starten wir von der herrlichen Velika Planina Richtung Nordwesten und bleiben eine Nacht auf dem Campingplatz Kamne in Mojstrana, bevor wir am nächsten Morgen weiter nach Kranjska Gora fahren, um von dort mit unserem Jeep über Sloweniens höchsten Pass, dem Frisage-Pass, das Sočatal und Kobarid zu erreichen. Betty hört gerne Märchen zu, ihre Legenden über den Zlatohok in Kranjska Gora. Ja. Kurz nach Kranjska Gora stoppten wir aber noch am malerischen Jasnasee mit seinem grünlich schimmernden Wasser, der aus dem Zusammenfluss zweier Bäche hervorgeht. Hier steht auch die Skulptur eines Gamsbocks mit goldenen Hörnern, Zlatohok, dem Markenzeichen des Triglav-Nationalparks und der berühmten Brauerei Lasko. Der Legende nach soll der Bock im Triglav einen Schatz gehütet haben. Als ein Jäger ihn tötete, wuchs aus dem Blut des Tieres eine Blume, die ihm zur Wiederauferstehung verhalf. Blind vor Zorn tötete Zlatohok den Jäger und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Hier am Jasnasee kommen zwei Flüsse zusammen. Ein breites Flussbett, eine ideale Offroad-Strecke für den Jeep, aber leider hier nicht in Slowenien. So, in der achten Kurve hier auf hoch zum Frisage-Pass in Nord-Südrichtung bei 1129 Metern haben wir hier einen kleinen Stopp gemacht, um hoch zur russischen Kapelle zu laufen. Diese Holzkapelle wurde errichtet, weil bei einem Bau dieses Passes mehrere russische Kriegsgefangene ins Leben gekommen sind. Kommt nichts jetzt mehr an uns schnell. Gefährlicher Straßenzustand auf 206 gemeldet. Sie fahren auf der schnellsten Route. So, jetzt fahren wir hier von der russischen Kapelle weiter den Pass hoch. Schön. Und haben noch einige Hahnenkurven zu meistern, die hier nummeriert sind. Das ist die Nummer 9. Insgesamt sind es, glaube ich, hoch zu 22 und runter zu 23. So in der Dreh. Ja. Und oben wollen wir mal anhalten auf dem Pass und anschließend runter auf dem Weg wieder nach Süden ins Sočatal. Wollen wir mal in die Soča-Quelle. Jetzt sind wir fast oben. Aber scharf, guck mal. Er scharf. Vielleicht stellt sich ja einen Parkplatz zu oder noch weiter vor. Keine Ahnung.
mega scharf. Dann kannst du hier an dem vorbei. Oh. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ganz viele enthüllen. Ich weiß aber nicht, wo man dann noch halten kann. Hier noch ja, halten. Da. Das war schön. Also, hier kommt jetzt auch nichts von hinten. So wie der von der Zack. Aber es geht noch weiter hoch. Also wir sind jedenfalls noch nicht oben. Das ist oben eine Gaststätte. So, jetzt sind wir hier am Frisitsch-Pass angekommen. Nach diesen vielen Hornadelkurven hoch zu, sind wir jetzt hier oben und genießen das Bergpanorama. Ringsrum die über 2000er Berge. Das ist schon gigantisch. Das war nämlich gut. Das linke lag dort, dann hat sich das rechte dort entführt. Hier sind also eine ganze Menge Schafe, die sich hier an den Autos entlang hinlegen und manchmal vor uns auf der Straße waren und keiner weiß so richtig, was in den Jahren vorgeht. Dort steht unser Jeep unterhalb der letzten zwei Kurven des Frisitsch-Passes. Man weiß nie, ob man oben noch einen Parkplatz bekommt und danach geht es dann wieder nur noch bergab. Jetzt sind wir ganz oben. Am Frisitsch-Pass und da ist natürlich kein Parkplatz mehr. Manche stehen schon in der zweiten Reihe, wie die anderen da rauskommen sollen, wissen wir nicht, ist ja auch nicht schlimm. Dort steht das Schild Frisitsch 1611 Meter. So, aber du kannst ja auch noch ein Stück runterfahren und dann. So, jetzt fahren wir Richtung Bobetsch auf die andere Seite runter. Was ist denn das für ein Alter? Oh, schön. Wo da unten, wo wir gehalten haben, hat mir es auch sehr gut gefallen. Vor allem, wenn das vorher nicht weiß, wo es ja oben los ist. Ja. Souvenirs. Jetzt geht es ganz schön runter. Also mit dem, da müssen wir ja 500 einparken. Das ist die Sobča und wir wollen jetzt an die Sobča-Quelle gehen, über diese kleine Brücke. Geht dann ungefähr 15 Minuten. So, unser Weg zur Sobča-Quelle gestaltet sich schwieriger als gedacht. Geht ganz schön hier steil bergauf und nur geeignet für Menschen, die fit sind. Nicht für Kinder, nicht für Ältere. A climbing trail. So ein Klettersteig, festhalten, Stahlseil, nur so kommt man hier zu dieser Quelle. Sie befindet sich da drüben. Gute Sache! Schön! In dieser Höhle entspringt die Sobča. Selbst hier ist es schon blau. Ja, und hier ist es auch kühl. 5 Grad kälter als draußen. Wahnsinn. Da unten geht es ganz tief runter. Wer da reinfällt, kommt schlecht wieder raus. Also bleiben wir lieber draußen. Nachdem wir wieder wohlbehalten vom Weg runter zu in der Sobča-Quelle runtergekommen sind, gönnen wir uns noch einen kleinen Snack zum Mittag. Wir teilen uns wie immer etwas Herzhaftes, diesmal eine Wurst bzw. zwei und dann noch gibt es da etwas Süßes hinterher. Und das beste Radler hier weit und breit mit Grapefruit, lecker. Und das Ganze unmittelbar hier am Rauschen, wenn es dort schon ist. So, nachdem wir also an der Quelle der Sobča waren, Sobča in Slowenien, Isonzo in Italien. Später fließt dieser Fluss dann in der Nähe von Triest ins Meer. Fahren wir jetzt hier in diesem Tal entlang, in diesem Sobča-Tal, überqueren den Fluss an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel hier über diese Brücke
und bleiben jetzt sozusagen immer am Fluss und werden heute vielleicht noch eine kleine Wanderung machen, mal gucken, und wollen auf alle Fälle ein Camp am Fluss aufschlagen oder unser Camp am Fluss, unser Lager am Fluss aufschlagen. Das ist jedenfalls das Ziel. Rund 20 Autominuten weiter südlich, ca. 15 Kilometer dem Lauf der Socha gefolgt, stößt man unmittelbar an der Straße gelegen auf die sogenannten großen Tröge der Socha, über die hier eine Hängebrücke führt, sodass man sie von beiden Flussufern aus bestaunen kann. Die blaue Farbe ist nicht zu übersehen. Diese rührt von feinsten Kalkpartikelchen her, an der kurzwellige Strahlung gestreut wird, die Farbe blau ergibt. An anderen Stellen schimmert die Socha smaragdgrün, weswegen sie auch Smaragdfluss genannt wird. Diese Färbung stammt von mikroskopisch kleinen Flusslebewesen, den Grünalgen. In Monfalcone ergießt sich der Fluss, viel Geröll aus den Bergen mitbringend, nach insgesamt 136 Kilometern in den Golf von Triest. In 200 Metern erreichen Sie das Ziel Camp Lazar. Das Ziel liegt links. Also ich sehe schon, dass hier rechts ganz viel steht. Hier vor schon. Ja, hallo Freunde vom YouTube-Channel 7 Slots and 4 Wheels. Wieder mal ein kleiner Zwischenbericht. Wir sitzen hier in unserem Camp, Camp Lazar in Kobarit. Und genau, die Socha, die ist gleich hier hinten. Da unten rauscht die grüne Socha vorbei. Da ist auch die Brücke zu sehen. Jetzt kann man sie vielleicht ein bisschen besser sehen, die Brücke und die grüne Socha. Und hier gleich daneben steht unser Jeep Camper. Da hat sich mal wieder Richtung bisschen gewitterig entschieden, aber es stört uns nicht. Wir haben einen schönen Platz gefunden und morgen soll sehr schönes Wetter werden, wo wir wandern gehen, und ja, hier ist es doch nicht schlecht, oder? Die Socha gleich ganz unten rauscht, wunderbar. Mein lieber Mann ist in seinem Element. Er ist in seinem Element und kocht für uns. Heute gibt es Champignons mit Ceviche. Hallo, Schatz. Hallo. Ich hoffe, es gelingt alles. Genau, bestimmt. Hallo, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ist schon eine Weile war. Ja, und jetzt gehen wir hier über diese Hängebrücke, die wir also schon von oben mal gestern kurz gesehen haben, rüber auf die andere Seite und unter uns. Man glaubt es kaum, ist die Socha oder auf Italienisch Isonza. So, guckt euch das mal an, das grüne Wasser. Ist es nicht gigantisch? Hier gibt es Leute, die springen von hier oben in das Wasser runter und dann, keine Ahnung. Also es gibt Leute, die machen das, aber gestern hat es ja jedes Mal geplanscht, jetzt ist gerade keiner da. Auch nicht schlimm. So, guckt euch nochmal die Landschaft an, so sieht das hier aus. Heute eine kleine Bunkertour, einer von ganz vielen Bunkern, die hier in der Nähe sich befinden, Reste der sogenannten Isonzo Front, die jetzt hier im Ersten Weltkrieg einen Stellungskrieg hatten, der über mehrere Monate gedauert hat und ganz viele Tote. Ja, ich habe es gesehen, aber das ist finster, das siehst du nicht. Dort waren Betten, aber es war zu dunkel. Beim Bild ist es einfach nur schwarz. Hier geht es wieder nach unten. Also hier haben Leute sich verbarrikadiert. Solche Höhlen gibt es hier. Ob die zu dieser Front gehört haben, weiß man jetzt nicht, aber zumindest sieht sie sehr, sehr interessant aus. Und wir laufen jetzt am Julius Kugi Trail hier nach unten in Richtung Socha und dann
wollen wir mal die Napoleonbrücke erkunden. Da unten ist schon wieder der grün schimmernde Fluss. Über diese Hängebrücke sind wir jetzt gekommen, sind erstmal hier nach oben gelaufen in diese Berg- und Bucherwelt, die kleinen Höhen, und jetzt hier wieder zurück am Sotscher Hauptweg auf dem Weg zur Napoleonbrücke. Mal sehen, ob wir sie finden. Die Napoleonbrücke. Steht kein Schild hier, dass das die Napoleonbrücke ist. Es sei denn, man guckt auf Google Maps, dann findet man. Da unten sind wir vor uns schon entlang gelaufen in Richtung Napoleon. Genau, Napoleonbrücke, und haben von Weitem schon die Spitze dieses Kirchleins, was auch immer das da drüben ist, gesehen. Und jetzt sehen wir das Ganze noch etwas besser und haben einen schönen Überblick über das Tal hier unten, wo verdeckt der Straße sind wir gestern gekommen. Die Sotscher lang fließt, genau. Und da gegenüber sieht man die paar Autos fahren, da sind wir gestern lang gekommen. Auch am Kosjak-Wasserfall muss man bezahlen. 4 Euro pro Erwachsener. Über jedes Bachel, jede Brücke, könnte man sagen. Hier in Richtung Kosjak-Wasserfall müssen wir noch eine kleine Brücke übersteigen. Oder hier durchs Wasser laufen, und da hinten scheint es zu sein. Jetzt ist mein Schatz ganz alleine auf der Brücke. So, jetzt gibt es noch ein kleines Brücklein und dann geht es hier hinter. So, jetzt geht es schon wieder einen glitschigen Weg hoch. Und noch eine Brücke. Da hinten rauscht's und donnert's. Slapkulsa, hier ist er. Coole Sache. Nach dieser Wanderung haben wir uns ein Bad in der Sotscher, eine Abkühlung, redlich verdient. Freddy macht den Anfang, ich werde folgen. Hier in diesem wunderschönen, kristallklaren Fluten macht das Baden natürlich Spaß, es ist allerdings auch sehr kalt. In der Sotscher kann man nicht nur baden und Spaß dabei haben, man kann natürlich auch mit dem Kanu fahren. Wie das die Leute hier zeigen. Zurück von unserer Wanderung hat mittlerweile unser Solarpanel richtig gut gearbeitet. Die Zweitbatterie ist wieder voll. Kühlschrank kühlt. Alles super. Und jetzt ist etwas gechillt. Meine Frau liegt hier. Und ich sitze gleich hier und lege meine Füße hier hoch. Und denkt bitte dran, gestern stand ich daneben am Slaturok. Und das ist das Symbol dieser legendären Biermarke hier in Slowenien. Prost! Wir haben schon einen Stellplatz direkt an einer Dusche hoch über der Sotscher haben. Dann müssen wir den doch nutzen. Das heißt, duschen! Mit extra biologisch abbaubarem Duschmittel, was wir uns für unsere Reise erworben haben. Genial. Das ist übrigens unter unserem Film verlinkt. Das ist Duschgel, also zum Duschen funktioniert, aber auch zum Beispiel zum Aufwaschen biologisch abbaubar ist. Und wer das auch mal möchte, oder wer auch wie wir reisetechnisch unterwegs ist, könnte Travel Soap Eco auch sich für sich kaufen. Natur der Natur, was tut es, ist bei uns übrigens verlinkt, wenn ihr es sucht. Also wir sind sehr zufrieden damit, sich super aufpassen und eben auch
in der Natur treffen. So, vor uns ist das Schild, die Einfahrt, der Weg hoch zum Stuhl. Und den wollen wir jetzt fahren. Das ist MD-Mod-Route 3, SL3. Und ja, da geht es los. Motorradfahrer dürfen hier nicht mehr hochfahren. Also 4x4 ist drin. Auf geht's. Mit Grasnarbe in der Mitte. Das Ziel ist das Plateau auf ca. 1400 Meter Höhe. Die ehemalige Kriegsstraße windet sich kehrreich wie eine Riesenschlange zu Beginn durch Wald, später auf einem kahlen, recht steilen, sonnenbefluteten Südhangberg auf. Almwiesen und Ausblicke beeindruckend. Wir fahren jetzt schon über 6 Kilometer hier diesen engen, schmalen, schotterten Weg hoch. Das Problem sind die sehr dicht stehenden Büsche, die jetzt hier im August offensichtlich ziemlich den Weg zugewachsen haben. Und bis jetzt sieht man auch noch nichts von irgendwelchen großen Ausblicken, sondern man fährt eigentlich jetzt hier nur durch enges Buschwerk. Nicht so ganz das Wahre, aber ich hoffe immer noch, es wird bald besser. Aber das hoffe ich schon seit 3 Kilometern. Du kannst die nicht gucken, weil du so angespannt bist. Wenn man irgendwo eine Stelle hat, wo ich kann es jetzt zum Beispiel nur gucken. Richtig, da kann man mal runter gucken. Unser Jeep hier auf dem Weg hoch zum Stall. Mein erster Ausblick nach unten. Musst du bitte nah am Dings bleiben? Ich muss aber ein bisschen ausholen, das kommt schon näher. Okay, jetzt kommt ihr noch? Nee, okay, geht gut. Drüben und ich gucke hier hinten rein. Und zu zweit wegrollen können wir ohne.
Wo will man denn hinrollen? So ein Becher am Roller dann auf dem Fußweg. Rechts geht noch ein Stück. Rechts geht noch. Rechts geht noch weiter, ja. Geht noch. Geht weiter. Rechts ist okay. Leute, Leute, wir sind auf der Auffahrt zum Stuhl, eine Offroad-Strecke. Schaut euch das an, diesen Blick ins Tal und diese ganzen Kehren und diese Strecke, die man hier sieht, sind wir jetzt schon hochgefahren und das Ende ist aber noch nicht in Sicht. Es geht weiter bergauf. Leider liegt es im Moment der Berg noch ein bisschen im Nebel. Mal schauen, wenn wir oben sind, wie es dann aussieht. So, weiter geht's hoch zum Stuhl. Noch sind wir nicht ganz oben. Meine Frau ist schon mal ausgestiegen, um mal ein paar Außenaufnahmen zu machen. Und ich fahre jetzt mal hier alleine hoch. Wir sind ungefähr schon 10,3 Kilometer hier hochgeklettert. Der Weg ist sehr eng, viele. Hier ist der Weg ziemlich eng. Wir hatten auch schon Steine, wo es ganz schön knapp war, dass wir überhaupt durchgepasst haben. Wir dachten schon, den einen Stein müssen wir zur Seite räumen, aber zum Glück sind wir gerade so mit links und rechts aus dem Fenster schauen durchgekommen. Ich muss hier mal ein bisschen aus dem Weg machen, damit ich auch durch kann. Wenn man da vorschaut, und dann schon wieder die nächste Kehre. Boah, das ist immer ganz schön kribbelig. Streckenweise muss man auch ein Stückchen zurückstoßen. Retressieren, wie es ja so schön heißt. Aber im Großen und Ganzen haben wir es immer gut geschafft bisher. Fast bis ganz oben sind wir schon geklettert. Hier am Stuhl. Diese vielen Kurven, die man dort sieht. An diesem schmalen Weg geschottert mit Büschen an der Seite sind wir jetzt schon hochgefahren. Noch sind wir nicht ganz oben. Das ist hier alles im Nebel plötzlich. Ja gut, dass wir unten gefilmt haben. Ja. So, jetzt sind wir fast oben oder stehen schon oben. Das wissen wir jetzt nicht so ganz genau. Der Weg geht jetzt hier links noch ein Wanderweg ganz hoch. Eine Stunde bis zu der Spitze des Berges. Und wir fahren jetzt hier Richtung Kooperit weiter. 380 Meter weiter hält man links geradeaus. Hier Holztischgruppe. Und man sieht jetzt hier, wie die Nebelschwaden da lang ziehen. Also eben hat man noch eine ganz gute Fernsicht nach unten gehabt. Jetzt wird es auch wieder und jetzt war es gerade komplett weg. Hey, oh, guck mal. Da ist eine Gänse und noch viele mehr. Oh. Und die haben wir jetzt gleich hier gefilmt. Ach schön, kann ich das nochmal fotografieren? Willst du aussteigen? Ja, weiß ich nicht. Die sitzen ja hier so. Eigentlich schon. Ja, mal, ja, das sehe ich von der ja, Seite. Komm, mach du mal. Aber da darfst du nicht noch weiter anfahren, weil du kannst nicht mehr fotografieren. Oh, ist das schön, wie die dort sitzt. Ich hab sie drauf. Ich will sie bei Drohne hüpfen, wenn wir vorbeifahren. Ah, nee, das machen die nicht. Die wollen ja auch nicht.
18 ignoriert man links den ausgewaschenen Feldweg versehen mit einem Sperrschild. 380 Meter weiter hält man links geradeaus, rechts führt der Weg den Bergrücken entlang Richtung Trono. Leider ist er nach ca. mit einem Eisengatter gesperrt. Plötzlich dichte Waschküche. Nichts mehr zu sehen von den schönen Blicken ins Tal oder von den vielen Kurven, die mir jetzt schon gefahren sind. Jetzt ist es dicht und schaut mal, wie das zieht, der Nebel. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht, weil MD-Mod weiß auch nicht alles ganz so richtig, denn hier geht es gerade nicht so wie beschrieben weiter. Hast du da mal 2 aufgehalten? Ja, der hat sich gefreut. Ja, und die auch. Und ja, die hat Voila gesagt und ja, thank you. So, guck, jetzt geht's nämlich. Wir hoffen, dass wir hier jetzt nicht dauernd welche entgegenkommen. Das war bis jetzt so schön. Das stimmt hier irgendwie gar nicht. Aber wir können das ja wie ein Plateau jetzt mal kommen, ne? Das folgt dann. Aber hier ist gut scharf. Darf ich dir noch ein was ganz kurz sagen? Hier, ne, steht nach 10,5 Kilometern, dann geht es weiter mit 3,1 Kilometer und plötzlich steht hier hinten Kilometer 11,1. Jetzt frage ich mich, das passt doch alles. Bei der Arbeit. Manchmal muss man eben auch ein paar Dinge beiseite räumen. Gutes Team. Vielen Dank! Hast du mich aufgenommen? Vielen Dank. Ja. Ich hoffe hier, dass er findet diesen Einstieg. Ja? Wo muss ich jetzt hin? Rechts. Oder? Hier links ist Italien. Hier steht Slowenien. Genau, das ist der Grenzposten. Steht ja auch hier direkt an der Grenze. Vor dem Grenzposten bei Ucja. Genau. In 5,5 Kilometern rechts abbiegen auf die 203. So, das war also der Stoll komplett gefahren mit einmal rückwärts und mehrmals reversieren. Einmal umlenken. Aber wir haben es so gut hinbekommen. Nach dieser aufregenden, aber fahrerisch auch anstrengenden Offroad-Piste über den Stol fuhren wir am Nachmittag wieder über Kubarit weiter in südöstlicher Richtung nach Tolmin. Dort erwarteten uns die Tolminska Korita, die Tolminer Klammen mit dem berühmtesten Felsen Sloweniens, dem Bärenkopf und einigen spektakulären Brücken, so die Teufelsbrücke. Ganz weit oben. Nachdem wir auch hier, wie fast überall in Slowenien, an touristischen Höhepunkten Eintritt bezahlt hatten, balancierten wir über einige Hängebrücken über den Zusammenfluss der Tolminka und des Flusses Zatla Sika, die hier den niedrigsten und zugleich südlichsten Eintrittspunkt in den Triglav Nationalpark bilden. Beide Flüsse haben wilde Tröge aus dem Gestein gefräst und hier am Kontaktpunkt der beiden Flüsse sind diese am eindrucksvollsten. Wieder einmal geht es steil bergauf. Ja, viele Stufen haben wir in diesem Urlaub schon erklommen und viele Anhöhen. Da will ich Uli mal folgen, nützt ja nichts, oder? Nachdem die Klammen an sich schon sehenswert sind, wollten wir uns natürlich auch den Bärenkopffelsen anschauen, der im engen Tal der Zatla Sika Schlucht eingekeilt ist. Der Weg dahin führt auf und ab an üppiger Vegetation vorbei, die durch das feuchtwarme, mediterrane Klima das ganze Jahr über begünstigt wird. Der eingeklemmte, bemooste Felsen erinnert mit etwas Fantasie an einen zotteligen Bärenkopf.
Jetzt sind wir gleich in der Dante-Höhle angekommen. Der letzte Punkt, bevor es dann wieder über die Teufelsbrücke zurückgeht. Hier rein geht's zu dieser sogenannten Dante-Höhle. Dante soll hier gewesen sein und diese Höhle soll ihm zur Schilderung der Hölle seiner göttlichen Komödie inspiriert haben. Daher der Name Dante-Höhle. So, nach dieser Besichtigungstour laufen wir jetzt wieder zurück zum Ein- und Ausgang und zum Parkplatz. Da geht es da drüben nochmal in diese sogenannte Teufelsbrücke, die dann hier kurz danach in diesem Tunnel weitergeführt wird und dann geht der Rohrweg hier nach unten. So, heute Abend haben wir ein 6-Gänge-Dinner mit Weinprobe, jeweils ein anderer Wein zu jedem Gang. Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute sind wir aber an der größten Attraktion in ganz Slowenien. Eine solche Burg, direkt in den Fels gebaut, findet man ganz selten. Sie sind am Ziel. Alistair